Guten Morgen, ich habe heute wieder für euch ein Vlog geplant. Ihr seht es dann am Sonntag, das ist ein Tag vor Weihnachten. Und ich mache mich gerade fertig, weil ich, warum bin ich da jetzt so rot? Weil ich heute arbeiten muss. Ich drehe das Video nämlich sozusagen am Freitag, damit ich habe ja gesagt, dass jetzt dann jeden Tag ein Video kommt zu Weihnachten. Und gestern kam eins, vorgestern kam eins. Und ja, wie hat euch gestern mein Stallvideo gefallen? Schreibt mir das gerne mal und schreibt mir vor allem auch gerne, wie ihr heute den Tag verbringt, einen Tag vor Weihnachten. Ich rede nur deshalb in der Zukunft, weil ich das super spannend finde, was ihr so treibt. Und schreibt mir gerne auch, wie ihr generell Weihnachten verbringt. Also, geht ihr zu eurer Familie oder was treibt ihr? Schreibt mir das gerne mal. Ich mache mich jetzt fertig, muss nur noch Wimpern tuschen. Und dann wollte ich mir heute noch ein Brot machen. Ich war gestern einkaufen noch und habe ein paar Sachen noch eingekauft. Und habe mir unter anderem noch eine Semmel für heute mitgenommen. Und werde die jetzt dann gleich noch machen. Ich liebe Wimpern zu tuschen. Ich könnte da so lang die Zeit verbringen damit die Wimpern richtig liegen. Für manchen ist das ja voll nervig, aber ich liebe das. Das Einzige, was ich nicht so gerne mache, sind die dann am Abend abzuschminken. Aber muss man machen, weil sonst brechen sie und das wäre auf jeden Fall nicht so cool. Was ich auch total lustig fand, ich habe euch in meiner Insta-Story mal eine Insta-Story gemacht. Oh! Natürlich eine Insta-Story. Und da hatte ich eine Brille auf und ganz viele haben so gesagt, hä, ist das ein Filter? Nein, Leute, die Brille ist Fakt. Die gehört zu mir. Die kann ich euch gerne nochmal zeigen. Was ist jetzt mit dieser Wimper hier los? So Leute, genug gequatscht, ich mache jetzt noch schnell meine Semmel und dann starte ich in den Tag. Okay, Alter, schaut's hier aus. Und das nur wegen einem Video, das am Freitag online gekommen ist. Alter, 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 ich muss das auf jeden Fall hart aufräumen. Und hier im Boden schaut's auch wieder aus. Ich muss aufräumen, sage ich euch. Ich wollte euch noch ganz kurz zeigen, ich habe gerade meinen Adventskalender aufgemacht. Bevor ich jetzt in die Arbeit fahre, musste ich jetzt halt noch schnell die befüllen. Und zwar war diese süße Tasche hier drinnen. Die Pony Vuitton Tasche von Soul Horse. Ich habe ja den Soul Horse Adventskalender und diese Tasche war hier drinnen. Und die finde ich so cool. Da habe ich jetzt halt gleich mein Essen reingepackt und werde das jetzt halt mit in die Arbeit nehmen. Und morgen kommt schon wieder das nächste Video, Leute. Und das ist richtig cool. Da geht es nämlich um einen Adventskalender. Und ja, schaut auf jeden Fall vorbei. Und da sind nämlich auch Sachen dabei, die ich schon habe. Und die natürlich dann an euch rausgehen. Und das wird auch am 24. passieren. Also schaut unbedingt morgen auf jeden Fall. Entschuldigung. Oha, schaut unbedingt morgen am 24. wieder hier auf YouTube vorbei. Klar, dass ihr das nicht punkt um 16 Uhr anschauen könnt, aber ich werde es auch nicht um 16 Uhr hochladen, sondern um 11. Also Montag um 11, der 24. Weihnachten kommt um 11 das Video. Ich denke, das ist in Ordnung, sonst geht natürlich die Routine weiter mit 16 Uhr. Aber ich denke, das passt. So Leute, jetzt muss ich aber wirklich starten, was ich auch noch sagen wollte, und zwar zu diesem Bild hier, was ich euch auf Instagram gepostet habe. Da haben mir auch einige runtergeschrieben, ich habe jetzt auch paar habe ich gelöscht, weil ich mir gedacht habe, das geht gar nicht. Ich habe bewusst geschrieben, mal was anderes von der Fauni, eine Rollkur, in Anführungszeichen Leute. Ihr seht doch auf dem Bild, dass die Fauni so dasteht, dass sie frisst. Denkt ihr, ich habe die selber so hingestellt? Ihr seht kein Half da, ihr seht nichts da drauf. Die hat sich einfach von alleine so hingestellt. Die möchte einfach von alleine so essen. Und ich glaube, jedes Pferd, dem es unangenehm ist zu stehen, steht nicht so da. Und der Fauni ist es halt nicht unangenehm gewesen oder wollte genau da gerade fressen.
Sie hätte sich auch einfach anders hinstellen können, weiter weg und so, aber sie wollte halt so stehen und deshalb sah das halt so ein bisschen aus, als würde sie da eine Rollkuh machen. Aber Leute, das macht das Pferd von alleine und ich mache das nicht. Das zu diesem Thema wollte ich noch ganz kurz sagen. So, ich pack's jetzt. Ich bin eh schon wieder viel zu spät dran und wir sehen uns dann. Hey Leute, was soll das? Wieso passiert mir das immer? In meinen Lieblingsstrumpfhosen kriege ich Laufmaschen und Löcher. Oh, warum? In meiner wunderschönen Mickey Maus Strumpfhose. Kacke. So, ich bin satt. Ich bin satt. Hoppala. Da war wohl noch mein Gurt in der Tür. Ich bin jetzt gerade am Stall angekommen. Ihr seht, es ist richtig dunkel. Und es ist aber jetzt erst 19 Uhr. Also krass. Und die Christina hat mir netterweise das Licht angelassen. Somit habe ich ein bisschen Licht hier. Jetzt gehen wir mal rein. Ich werde heute auf den Sandplatz gehen. Ich habe richtig Lust, heute zu reiten. Und jetzt muss ich erstmal meine Hände waschen, sage ich euch, weil ich gerade getankt habe und so, das Licht ist an. Und wisst ihr, wie krass günstig ich getankt habe heute? War richtig krass. Wow. Die Christine hat so ein bisschen meinen Schrank aufgeräumt, beziehungsweise hat das hier irgendwie rübergeräumt. Was hat sie gemacht? Ich weiß es nicht. Aber es schaut irgendwie ordentlich aus. Ich muss jetzt auf jeden Fall auch noch den Schrank ausräumen. Ich wollte heute auch noch mal ein paar Sachen mitnehmen, weil das ist einfach viel zu viel. Und die Decken werde ich auch mitnehmen und ich werde mir noch so ein paar Sachen raussuchen, die ich auch bei eBay Kleinanzeigen wieder reinstellen werde. Da habe ich schon ein paar Sachen drin. Wenn ihr meinen eBay Kleinanzeigen-Account noch nicht kennen solltet, werde ich ihn euch unten mal in die Infobox verlinken. Da habe ich echt viel schon reingetan und da kommen weitere Sachen rein. Und ich liebe die Sachen, aber ich habe einfach zu viele Sachen und deshalb muss ich mich immer mal wieder von neuen Sachen trennen. Beziehungsweise von nicht zu oft verwendeten Sachen. Aber ja, ihr wisst, ich teste auch unglaublich viel und unglaublich gerne, aber ist dann einfach viel zu viel im Spind. Ich kann ja kurz mit euch hier meinen Spind nochmal durchgehen. Also hier seht ihr den Spind und ich werde auf jeden Fall auch wieder ein Spind-Update machen, weil sich das ganz viele gewünscht haben und es schaut einfach katastrophal momentan aus, weil ich ja, einfach in letzter Zeit ziemlich sehr schluderig war und wie ihr sehen könnt, nicht gerade viel aufgeräumt habe. Auf jeden Fall werde ich auch hier ein paar Schabracken wieder hergeben, weil ich wirklich nur noch die besten Schabracken da drin lassen möchte. Und Alter, diese Schabracke, habe ich die schon mal jemals verwendet? Es nervt mich einfach. Also ich werde krass aufräumen, sage ich euch. Und ich glaube, das mache ich wieder mit euch. Also wenn ihr das sehen möchtet, dann Daumen nach oben bitte. Dann werde ich den Schrank nämlich mit euch ausräumen. Und ja, schreibt mir das auch gerne mal in die Kommentare, ob ich das mit euch machen soll oder ob ich das alleine machen soll. Ja, schreibt mir das gerne mal. Ich werde mich jetzt als allererstes umziehen und dann werde ich mir die Fauni holen, fertig machen und dann geht's auf den Sandplatz und wir werden ein paar Runden drehen und mal schauen, wie ich euch da so mitnehmen kann, weil es ja recht dunkel ist. Als allererstes sollte ich vielleicht jetzt mal den Strom ausmachen, weil ich bin immer so ein Tollpatsch, schon nicht, dass ich eine gewatscht bekomme. So, jetzt schlüpfe ich schnell in meine Jacke, weil ich nur so ein Dreiviertelärmchen T-Shirt anhabe. Es ist ganz schön kalt. Und Leute, ich habe sogar Sneakers heute an. Ganz schön dumm, aber egal. So, ich ziehe mich jetzt an und wir sehen uns gleich wieder. So, eine Miste, es rappelt in der Kiste. Welches Halfter nehme ich? Ich nehme heute mal wieder dieses Halfter hier von Eskadron. Das habe ich von der lieben Marina zugeschickt bekommen. Da haben wir ein Tauschpäckchen gemacht. Marina und die Ponys. Falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet, werde ich euch das natürlich auch nochmal in die Infobox verlinken. Dann könnt ihr da auch nochmal nachschauen. Ist echt richtig cool geworden, das Video. Und fuck, wieso ist der Sandplatz immer noch nicht abgetaut? Aber egal, wir gehen da heute drauf. Man kann da schon drauf gehen. Bisschen eisig ist es schon noch, aber
Kriegen wir schon hin. Fauni hat mich schon entdeckt und guckt schon so, oh Gott, die kommt schon wieder. Hey! Hallo, Litti! Schläfst du in der Heuraufe? Hä? Machst du ein Nickerchen gerade? Du bist ja ganz alleine hier. Hi! Ist alles tutti frutti bei dir, Schatzi? Hä? Du süße Maus? Ja, das Halfter steht dir auch. Die Farbe, dieses Dunkellila, finde ich an Fauni auch richtig schick, muss ich euch sagen. Du auch, Litti? Weiß ich nicht, ne? So, wir hatten ja die Hufpflegerin da. Die Hufe schauen jetzt richtig schön aus. Ich glaube, Fauni, weißt du, was wir heute machen? Wir werden ein bisschen die Hufe heute einfetten. Hast du Lust? Machen wir jetzt gleich. Ich putze die süße Maus. Und dann, wobei die eigentlich fast gar nicht zu putzen ist, ne? Schau dich mal an. Das ist einfach richtig schön. Im Winter ist sie gar nicht so schmuddelig. Und hier seht ihr mein Herz. Oh, man sieht es schon. Also immer, wenn sie so weggeht, die Fauni, sehe ich schon immer das Herz. Seht ihr? Süß, ne, Mausi? Und bald bekommst du noch ein Herz in die Mähne rein. Ja, ist das toll? Ich werde das nämlich hier so machen. Hier werde ich das ansetzen. Dann kommt hier so ein Herz. Wobei, hier hat sie mehr. Das muss ich mal schauen. Vielleicht mache ich auch 2 oder 3. Weil hier hat sie richtig dicke Mähne. Seht ihr das? Und hier ist es eher so, ja, so fransig. Aber vielleicht. Also ich probiere es als erstes in der Mitte. Und wenn es gut ausschaut, dann können wir uns echt überlegen, dass wir da mehr machen, ne? Machen wir dann mehr? Müssen wir mal schauen. So, so schaut die Maus aus. Hat echt gut abgenommen. Und wir sind richtig cool dabei am Arbeiten, dass wir noch eine krassere Figur bekommen, ne, Fauni? Und ja, aber ich finde, dass sie sich auf jeden Fall gemacht hat, ne? Und wir trainieren fleißig weiter, damit wir noch eine bessere bekommen. Stinky, du bist so fleißig momentan auch. Und so brav. Was ich mir auch vornehme, ist auf jeden Fall meinen Putzkasten wieder sauber zu machen und zu putzen. Also, ich sag euch, ich glaube, nächstes Jahr werde ich das in Angriff nehmen. Dieses Jahr schaffe ich das, glaube ich, leider nicht mehr. Jetzt mache ich noch schnell die Füßchen von der Fauni sauber. Dann nehme ich meistens diese Bürste hier vom Crema. Die ist echt super. Mag ich dafür total gerne. Das ist die Fellbürste aus der Classic Line für 14,90 Euro. Ja, die habe ich jetzt schon echt lange. Und die ist echt nicht schlecht. Ich mag die total gerne. Also hier auch zum Beispiel bei den Beinchen hier. Was ich aber auch dazu sage zu so Bürsten, also ich tausche die fast jährlich aus. Ich meine, klar, das ist voll die Geldverschwendung, aber ich mache das halt super gerne, dass ich immer mal wieder neues Putzzeug kaufe und das alte aussortiere. Also ich glaube, fast jährlich ist ein Quatsch, aber so jedes zweite Jahr tausche ich meine Bürsten eigentlich aus. So, mein Helm sitzt sozusagen. Fauni ist auch ready. Ich muss hier nur noch ein bisschen den Nasenriemen zurechtzubbeln, aber Fauni ist fertig. Und ich finde einfach diese Schabracke sowas von süß. Und sie hat natürlich auch aus meiner Kollektion einmal den Plüsch-Teddy als Marke auf der Seite, weil sie einfach ein richtiger Plüsch-Teddy ist. Ne, Fauni? Du bist ein richtiger Plüsch-Teddy. Und dann haben wir hier noch auf der Seite die Fellnase. Falls ihr meine Kollektion noch gar nicht kennt, das ist meine eigene Kollektion von Soul Horse. Da gibt es mehrere Marken und hinten steht dann drauf Hashtag Fjordifonita. Und da gibt es natürlich auch Fjord-spezifische Marken, sage ich jetzt halt einfach mal. Zum Beispiel wie Falbenliebe oder Fjordliebe oder also richtig, richtig süße Marken gibt es da. Es gibt auch eine Marke Mädchenpferd, die wird jetzt dann an meine neue Trense kommen. Und hier habe ich zum Beispiel noch eine aus meiner Kollektion an meinem Sattel dran. Und zwar ist das die Streifenhörnchen Marke. Richtig niedlich. Fauni chillt gerade, wie ihr sehen könnt. Ein Fuß stellt sie ab. Und ja, ich quatsche jetzt hier gerade noch so mit euch. Deshalb chillt die jetzt, ist im Chill-Modus. Ich werde jetzt noch mein
Halfter da reinmachen und dann geht's zum Sandplatz. Hier hat es mich vorhin bei der Stufe jetzt mich vorhin fast runtergelassen und ich glaube, dass sie hier gelacht hat. Es kam mir so vor, als hätte sie gelacht. So, Fauni ist fertig und ich werde jetzt halt noch ihr Futter machen. Vielleicht gehen sie jetzt noch mal. Das sah wieder so niedlich aus. Aber rein dürfen wir nicht. Das weißt du eigentlich auch. Okay. Wow. Hast du schon ein schlechtes Gewissen, weil du mit... Aber mit allen Vieren gehen wir nicht rein, gell? Das ist das höchste der Gefühle, dass man hier stehen darf mit zwei Haxen drinnen. Stopp! Du Esel, sonst schicke ich dich raus. Es geht ganz schnell, dass ich dich rausschicke. Tja, das braucht man gar nicht so gucken, so süß. Braucht man gar nicht so süß gucken. Ich gebe der Fauni jetzt halt wieder so ein paar Hustenkräuter. Da gebe ich ihr immer so eine Handvoll. Wage es nicht. Und es schaut dann so aus. Und ey, vergiss es. Mit deinen zwei Haxen okay, aber nicht weiter. Und das könnte ich eigentlich schon immer vorm Reiten machen, aber dann ist es komplett kalt und das will ich halt auch nicht. Weil ich will schon, dass die Fauni ein bisschen das warm frisst. Und ja, genau deshalb mache ich das immer dann jetzt. Man muss halt ein bisschen warten. Ist aber auch nicht so schlimm. Stopp, Madame, gell? Tja, sonst gibt's Ärger mit mir. Auf jeden Fall darf sie jetzt halt hier ausnahmsweise mal mit ihren zwei Haxen vorne rein, aber sonst darf sie es nicht. Genau, brave. Brave. Jetzt müssen wir einfach noch ein bisschen warten. Und dann hole ich noch ein bisschen Müsli von ihr. Genau. Dick. Super. Jetzt gibt's gleich warten. Warten. Ach, gähnen. Okay. So, jetzt hole ich nämlich schon mal ihr Essen. Wir holen nämlich jetzt noch das Müsli und das Mineralfutter. Und dann gibt's Essen. Ich hoffe natürlich, das Video von uns zweien hat euch gefallen. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar und auch gerne ein Like da lassen für uns zwei Süßen. Jetzt drehen wir uns einmal im Kreis. Und morgen ist Weihnachten. Fauni, willst du noch was sagen? Du wirst dein Essen haben, ne? Also, tschüss!